Also das Grundkonzept ist eigentlich losgegangen von einem Satz der Stewarda, wohin sie ja geschrieben hat, in my end is my beginning. Also ihre Kraft liegt ja eigentlich erst in ihr Ende. Und das gibt ihr natürlich nicht nur Mut, aber auch Lebensfreude und auch eine wahnsinnige Energie. Und das macht eigentlich alle andere Figuren zu Gefangenen. Nicht sie ist die Gefangene, sondern die andere. Das Höhepunkt von dieser Belcanto-Oper liegt genau vor der Pause, am Ende der zweiten Akt, wo es eine Begegnung gibt zwischen diesen beiden Figuren, die sich eigentlich in die Geschichte nicht begegnet haben. Es ist auch ein dramatisches Höhepunkt und ist auch wunderbar sowohl von Schiller als von Donizetti in Szene und in Musik gesetzt. Weil da merkt man eigentlich, wie die gekrönte Königin von England, die Elisabeth I., an Verzweiflung zugrunde geht und dass die Maria Stuarda, die ja nie auf diese Throne verzichtet hat, ihre Chance ergreift. Es ist eine Frauenoper par excellence. Ohne die beiden läuft gar nichts. Und alle dienen eigentlich nur die Intrige und der Streit und die Auseinandersetzung von diesen beiden wahnsinnig toll gezeichneten, kraftvollen Damenfiguren.